Herzlich willkommen auf meinem Kanal, ich bin Mr. Nandos, der Let's Play Opa. Und wir erleben hier Life is Strange True Colors. Ja, dann wollen wir doch mal so erleben, wie der Arbeitstag von Steph, unserer Lieblings-DJane, wie dieser weitergehen wird. So, nachdem wir ja letztens schon mal so ein bisschen reingeschnuppert haben. Und ich kann mich dunkel entsinnen, wir haben da noch eine ganze Liste von Dingen zu tun. Und genau. Wie wir hier gerade sehen, ne? Ich habe die Aufgaben auf meinem Laptop. Mal sehen, was noch erledigt werden muss. Ja. Wir hier sehen, der Football. Boah, ja, G20, Steph 14. Ah, sie holt langsam auf. Ah, sie wird immer besser. Da hinten sind wir schon, der Kickerzähler. Neue Alben, Kattenminze gibt es jetzt auch. Das heißt, die Katze dürfte sich ja mittlerweile wie zu Hause fühlen. So, da kommen wir gerade raus. Ja, und es ist 2019, das ist also das Jahr. Meine ich zumindest, ne? Wir hätten schon 2019. Also das Jahr, in dem und Alex sich kennenlernen werden oder sich schon kennengelernt haben. Moment, ist jetzt schon 2019? Ich muss direkt mal, kann ich auf dem Kalender da was sehen? Oder ist das nur ein etwas Moment, warum liegt mal näher dran? Hä? Oktober 2015? Nee, das kann nicht sein. 2018, ja, das kommt schon eher hin. Okay, es ist noch nicht 2019, ich nehme das zurück. Weil ich habe mir ganz kurz überlegt, weil es ist ja Halloween. Das kann doch gar nicht 2019 sein. Irgendwo hatte ich was von 2019 gelesen. Meine ich in der letzten Folge, aber vielleicht habe ich mich da vertan. Keine Ahnung. Egal. Es ist also noch nicht 2019, wir haben immer noch 2018. Aber, ne, wie wir hier gesehen haben, Dezember ist richtig, ja? Ne, Oktober muss es sein. Ne? Wir haben genau Oktober, kann nicht Dezember sein. Oktober, weil Halloween. Ja. Jetzt haben wir alle Unklarheiten beseitigt. Ich bin voll dabei, wie immer, ganz klar, ne, voll konzentriert, komplett an der vollkommen bei der Sache. Thymian und Blut? Thymian und Blut, keine Ahnung. Charlotte und ich haben diesen Buchclub gegründet, für den wir die schlechtesten Krimis lesen und dann besprechen, wie toll wir sie finden. Ah, so, okay. Ja. Thymian und Blut. Heiler Christian. Namen sind mein Feind. Achso, ich habe ja da immer noch Telefon und Dingenskirchen bei der Gelegenheit. Oha. Hatten wir uns hier nicht schon irgendwie verwandelt oder so? Also, ne, hier sind unsere Aufgaben. Radioshow-Aufgaben erledigen, ganz klar. Aufgaben auf dem Laptop ansehen, das müssen wir noch machen. Zähl die Kickersiege. Ich sehe, da kommt wieder Ungemach auf uns zu. Geht ins Zeichnung etwas hinzu und einen eigenen Song, sollen wir uns auch anhören. Machen wir noch alles. Dann haben wir jetzt hier. Das 33 Colorado Springs. Ja, das hat mir das glaube ich. Ist das ein Oktopus? Sieht cool aus. Eher Fitness-Enthusiastin als Fitness-Fanatikerin. Ich hab's nicht so mit der Fitness. Rita 29. Hatten wir die nicht schon alle durchgesucht? Ich meine, ja, ne, die kommen mir so bekannt vor. Rita 29. Boulder, Colorado, verschwenden wir nicht die Zeit der anderen. Das ist eigentlich ein cooler Spruch. So, nachhin hatten wir nicht schon mal das Vergnügen? Bin mir da relativ sicher. Ich meine, mich ähnlich entschieden zu haben. So, nachher hier. Da, den ersten Schritt tun, genau. Das hat ja nicht gespeichert. Nett sein. Nicht sein. Manchmal ist dieses Programm ein bisschen seltsam. Es hat allerdings auch ein größeres Update gegeben. Lag wohl daran, dass jetzt eine weitere Übersetzungen vorliegen. Ins Japanische oder Chinesische. Ich weiß es gar nicht. Irgendwie sowas kann ich gelesen zu haben. Aber das kann eigentlich nicht der Grund jetzt dafür sein, dass das jetzt noch nicht ein Speicher ist. Manchmal ist die Speicherfunktion ein bisschen komisch in diesem Spiel. Ist
nimmt nicht mal alles mit. Und ich meine auch gelesen zu haben im Forum, als ich mich darum darüber kundig machen wollte, was ist denn mit diesem relativ großen Update auf sich hat, irgendwo gelesen zu haben, dass da wohl irgendwie so ein Speicherbug existiert. Der andere Bug sitzt hier vor dem Mikro. Erstmal Kaffee. Ich sollte mich nicht immer selber so niedermachen. Das macht man nicht gut. Neige dazu. Vor allem, wenn ich am Mikro sitze. Ich weiß auch nicht. Da bin ich besonders selbstkritisch. Mir ging selbst gegenüber, aber nun ja. Wir kennen das alles schon. Wie ich, ne? Also wir wollen hier nur mal, ich muss nur ganz schnell hier durch. Ja, hier beschissener Jahrestag. Nur um das hier komplett zu haben. Ich hoffe, ich mache das hier wieder halbwegs so, wie wir das in der letzten Folge, immer letzte Woche sagen, weil für mich ist das immer eine Woche später, in der letzten Folge gemacht haben. So, das ist eine Menge. So, wir haben los angefangen, genau. Jetzt dürfen wir wieder. Erzähl mir, was du bereust, Angst oder Leidenschaft? Oh, wie hatten wir uns denn da damals entschieden? Warte mal, warum bist du so verquarkst? Ich gehe mal hier auf bereust. Karriere folgen, bla bla bla, was kriegt. So, ja, weiter geht's. Die Band verlassen zu haben, was meiner Heimatstadt passiert. Jetzt weiß ich wirklich nicht mehr. Du bist dran, erzähl mir, was du bereust. Die Band verlassen zu haben, was meiner Heimatstadt passiert ist. Jo. Egal, ich nehme jetzt mal die Heimatstadt, wenn ich letztens mal die Band genommen haben sollte. Dann haben wir jetzt halt die andere Variante. Ansonsten haben wir das gleiche. Ich glaube, jetzt haben wir das gleiche genommen, ne? Die Antworten kommen mir so bekannt vor. Genau. Ja, gut, dann sind wir Chor. Warum bist du so ein Arschloch? Bitte hör auf. Ich glaube, wir waren da auch etwas netter. Nee, Spaß ist anders. Hab ich nicht. Ach, hier kann ich jetzt wieder nur die Münze werfen. 50-50. Ja, auch da sind wir jetzt wieder auf der richtigen Fährte. Jetzt kommt das mit dem Vorbeikommen. So ganz überraschend, so irgendwie. So erst so, ich denke dich an, so, was machst du da mit mir? Und dann, oh, das Vorbeikommen. Finde ich super. So, ein kurzer Kontrollblick meinerseits. Nee, alles läuft so ganz gut. Sound ist wohl auch da. Ja. Ja, ich meine Zeiteinstellungen auch, aber auch vor allem meine Soundeinstellungen. So. Nach all dem, das musst du nicht. Genau. Dann sind wir wieder auf der Spur. So, ja, das wird eine herrliche Hassliebe oder irgendwie sowas. Ich, keine Ahnung. Was machen wir? Das haben wir gelesen. Neue Alben. Neue Ware. Wird Zeit, ein Heim dafür zu finden. Biggles When You Walk oder was auch immer. Okay. Kickerzähler. Nein, das hatten wir uns angesehen. Will man den Kickerzähler ansehen. Ah ja, ich sollte das Ergebnis von gestern aufschreiben. Das heißt, wir werden wieder aktualisieren und ich werde wieder fehlen, wie das letzte Mal auch. Nee, bis jetzt habe ich mal gewonnen. Erstaunlicherweise. Was heißt nur? Ich glaube, wir haben bis jetzt also hier offiziell einmal gespielt. Ich musste ja dann das Ganze nochmal spielen, aus erzählten Gründen. Gut, dann gehen wir mal auf. Das Spiel hat mich echt fertig gemacht. Aber gut, das tun sie alle. Ja. Dann gehen wir auf aktualisieren, das Spiel durchgehen, automatisch notieren. Nee, dafür macht mir das viel Spaß. Muss ich ganz ehrlich sagen. So. Sieh zu und lerne, Steph. Sie geht in sich. Der Meister macht sich jetzt ans Werk. Ja. Oh, niedlich. Erzähl nur mal. Du bist der Meister? Prove me wrong. Das ist der Plan.
Das geht schon mal auf das Konto. Macht es mir ein bisschen schwerer. Und beim letzten Mal, aber immerhin. Okay, ohne Scheiß. Du hast echt was im Gesicht. Halt einfach die Klappe. Ah, es ist ein Nein! Ah. Schaden, nachdem du mal wieder gegen mich verloren hast. Das muss ich auch bewegen, da habe ich jetzt... Ja! Bitte schön. Komm jetzt ja nicht weiter hier. Also da müssen wir ein bisschen mehr Kontrolle reinbringen. Einfach keine Verlierer. Ich habe gesagt, ein bisschen mehr Kontrolle. Mit der Katze, das ist mir jetzt erstmal egal. Mach da, was du willst. Ich muss hier Tore machen. Hallo? Was ist denn das? Was ist los? Hä? Wieso da? Und denn das? Was ist jetzt passiert? Bin ich auf die Tab-Taste gekommen oder was? Es tut mir leid. Ja, toll. Verdammt! Ach, nimm's nicht so schwer. Es ist nicht deine Schuld, dass ich unschlagbar bin. Alter, was soll der Scheiß? Komm, hast du den Tisch manipuliert? Bescheißt ja. du mich etwa? Aber wirklich. Ich würde niemals beim Kickern schummeln, Steph. Ja, ja. Kickern ist heilig. Ja. Auf mir liegt ein Fluch. Das ist die einzige Erklärung. Ah, nee, heute war ich nicht mal bei der Sache irgendwie, oder? Das ist etwas schwerer. Von Spiel zu Spiel, das kann natürlich auch sein. Und vor allen Dingen hat der geschummelt. Ich hab's genau gesehen. Da hat er ständig, der hat da ständig dann rumgeruckelt und hast du nicht gesehen. Der macht da ganz böse Sachen. So. Genug gerecht, so weit ist es also schon gekommen. Ich besteche meine Katze mit Drogen. Bist du noch nicht da? Doch, ja, die hat die Hand verkratzt. Also müsste Kätzchen eigentlich unterwegs sein. Oh, du wachst. Wie cool ist das denn? So, was haben wir hier Schönes? Vorrätige T-Shirts. Huch. Förderständer, oder? Gucken wir doch einfach mal hier in der Ecke an. Legenden erzählen von vergangenen Zeiten, in denen mehr als eine Angestelltenjacke hier hing. Aha, aha, okay. Ja, lang ist her, ne? Ich weiß immer noch nicht, warum meine Snare so schnarrt. Da nichts dran. Das Mannequin! Mannequin? War das irgendwie alles? Jetzt reiß dich mal zusammen, Misty. Ui, Wagenschild. Oh Mann, ich bin bloß 20 Jahre zu spät. Haven Springs, heimgesuchte Heuwagenfahrt. Gesponsert von Rocky Mountain Records Traders vom 2. Oktober bis zum 1. November 1998. Ich könnte mir vorstellen, dass ihr das wahrscheinlich Spaß gemacht habt. Ja, mit zu mischen. So, dann... Ich war vielleicht ein klein wenig zu optimistisch, was deren Nachfrage angeht. Du brauchst ein besseres Marketing-Konzept. Das wird schon. Wasserspender? Ich glaube, das könnte echt was werden. Das war jetzt eigentlich nicht das, was ich wollte. Insofern... Nee. So sind die jetzt nicht getriggert. Ich will den Wasserspender, Mensch! Steuerung. Ah, jetzt. Manchmal stehe ich hier und lästere über mich selbst. Ihr sollt uns zusammentun. Wasser noch. Verdammte Ninja-Katze, ich hab's gerade erst aufgefüllt. Ja, dann wieder ran. So, jetzt aber hier mit den Zeichnungen. Ich glaube, das könnte echt was werden. Ja, da ist noch was Neues dazugekommen. Doch, warte. Da ist noch mehr. Mach es zu einem Theaterstück, füge eine Geisel hinzu, zurück. Theaterstücke geil. Es könnte eine etwas dramatischere Wendung vertragen. Mal sehen, was Ethan damit anstellt. Ja, jetzt wird ein Schuh draus. Das sieht echt gut aus. Muss ich das nochmal ansehen? Jo. Also ich find's echt gut. Macht jetzt alles einen Sinn. So, das geheimnisvolle Kästchen. Backseat Bingo. Warum kommt mir das bekannt vor?
Rücklagen für Angestellte? Die kann ich mir noch nicht leisten. Aber ich kann ja auch nicht alle guten Sachen den Kunden überlassen. Jetzt nehmen wir das nicht. Ich weiß erst mal überlegen, ich denke mal, um was geht's? Für die Schallplatten, Logo. So, Tabletop-Kampagne. Die Kampagne liegt gerade so ein bisschen auf Eis. Gute Dinge brauchen ihre Zeit. Achso, das gehört alles dazu, okay. Dann Flaschenöffner. Violet schenkte mir den auf unserem ersten Date. Sie wollte wieder gut machen, dass wir das Pride-Fest verpasst haben. Damals hat's geklappt. Okay. Gibt's Fahrrad? Ah, oh, scheiße. Das muss ich zurückgeben. Dann, warte mal hier. Immer noch der Stickerbalken. Dich werde ich so krass mit Stickern vollkleben. Den habe ich in einer Ecke im Müll gefunden. Hoffentlich sind die Kabel noch in Ordnung. Durchmessen und dann weißt du Bescheid. So, einmal ansehen, was es mit diesem Programm auf sich hat. Fiona war auf der Bühne unglaublich. Horace Wohlschießer, Sesters. Grausamkeit des Sommers. Eine Komödie in zwei Akten, präsentiert von der Bergsteiger Theatergesellschaft. Finde auf unserer Webseite mehr über die Saison 2018 heraus. Ich bin so froh, dass du gekommen bist, Fiona. Gutes Stück ist immer sehenswert. Und mit den richtigen Leuten und so, macht doch Spaß. Natürlich wollte Fiona eine Bardin sein. Natürlich. Königreich und Kavernen. Königreiche und Kavernen. Name: Gorald. Zwillingsstimme: Spieler Fiona. Volk: halb elf. Klasse: Barde. Trefferpunkte: 10. Stärke: minus 9. Gewandtheit: minus 10. Intelligenz? Oder nee, Moment. So, soll das Minus sein? Oder ist einfach nur ein Bindestrich? Ich gehe mal davon aus, Bindestrich, also Stärke 9, Gewandtheit 10, Intelligenz 16, Weisheit 13, Charisma 16. Immer noch Minus wäre, würde ja keinen Sinn machen. Also, keinerlei Anmerkungen. Okay, ja, hier sieht man es besser. Hier sieht man es besser, das sind also keine Minuswerte, sondern positive Werte. So. Eine Stechuhr. Hoffentlich hat die letzte Person, die die benutzt hat, sich ausgestempelt. 15 Jahre Überstunden können wir uns nicht leisten. Das wird teuer. Was macht denn die Ratte da unten? Die tot, wie die da rumliegt. Wo ist der Fänger? Hey Pferd, wusstest du, dass Gummibärchen aus Pferdehufen gemacht werden? Wusste ich nicht. Und jetzt ist es mir schlecht. Ja. Was macht das da überhaupt? Kommt das da rein? Was hast du getan? So, Moment, ist noch was? Müll? Die besteht zu 95% aus Twizzler-Verpackungen. Mini-Kühlschrank? Ich kann den putzen, so oft ich will. Ich krieg den Geruch einfach nicht raus. Gib einfach auf. Snacks? Ich sollte lieber aufhören, mir meine täglichen Kalorien von diesem Tisch zu holen. Okay, soweit dazu. Hier gibt's weiter nichts Interessantes mehr zu entdecken oder zu machen. Außer Dinge sich anzuschauen und da die Zeichnung entsprechend zu ergänzen, war es hier relativ unspektakulär. Ich hoffe, ich habe nichts übersehen. Okay. Ich bin immer noch erbost über dieses Spiel. Ich glaube, ich muss mal mit dem Kollegen da, dem guten Gebemann-Wörtchen reden, so geht das nicht. Country besteht aus einem gebrochenen Herzen, etwas Alk und einer Geige, die richtig rockt. Der erste Schritt meines grandiosen Plans, die Jugend zu verderben. Musik zu lernen. Comic-Ständler.
Ich find's immer noch krass, dass wir jetzt Comics verkaufen. Props an Feanor, dass er so viel Interesse erweckt. Wie gut, finde ich gut. Ich mag Comics. Du bist sie. Oh. Der war mal cool. Warte. Welcher davon ist nochmal von Gabe? Der mittlere vielleicht? Keine Ahnung. Oder die Konstruktion. Irgendwo wohl die Konstruktion, die könnte von ihr sein. Das würde ich ihr zutrauen. So, Steffs Auswahl. Steff-Auswahl. Verstehst du? Wie Chef-Auswahl. Ryan hat mich gezwungen. Ah, so. Alles klar. Rub my belly. Ich habe schon versucht, seinen Bauch zu reiben. Nicht geglückt. Chefköchin Betty hat dank des schwarzen Bretts einige Kunden dazu gewonnen. Ich denke, ich sollte meinen Anteil in Risotto fordern. Da bin ich dabei. Risotto, lecker. Noch mehr Comics? Der Typ hing 3 Stunden hier rum und hat nichts gekauft. Und das Tolle ist, dass er mir den ganzen Scheiß zum Aufräumen dagelassen hat. Das ist auf der einen Seite natürlich nervig, gebe ich zu. Auf der anderen Seite, wer weiß, was daraus werden könnte. Ne? Also es gibt nichts Besseres als zufriedene Kunden, auch wenn die erstmal nur gucken. Ne? Nichts kaufen. Aber du bist dem in guter Erinnerung. Ich habe den verdammten Stuhl hier rausgeschleppt und immer noch kein Nickerchen darin gemacht. Bescheuert. So. Schlepptop, was ist mit dem Schlepptop? Ich checke nur ein paar Optionen aus. Was? Vamos, Job Search, komm. Jobs finden, Lebenslauf, Gehaltsrechner, Karriereratgeber. Neueste Suche, DG Jobs in Chicago, Illinois, 4 Stellen gefunden. Alternative 88,6, The Wasteland, DJ für die Nachtschicht. The Wasteland sucht nach... Achso, 86, also wahrscheinlich... Naja, egal. The Wasteland sucht nach dem nächsten großartigen DJ, der unsere mondbeschienene Radiowellen mit herausragendem Musikgeschmack beherrscht und mindestens 5 Jahre Erfahrung bei einem Radiosender hat. Hm? Was? Durch die Linse eines Mörders. 5 Jahre später reflektieren Fotografen über die schockierenden Ereignisse in Arcadia Bay. Ah, von Sam Young. Jeder in der Welt der Fotografie kannte bis August 1996 den Namen Mark Jefferson. Nach seiner bahnbrechenden Ausstellung im Rahmen der Radial Nova in New York war Jeffersons nüchterner sexueller Stil ein unvergleichlicher Erfolg unter Kunden wie Kritikern. Doch die Zukunft dieses Einheimischen von Oregon war alles andere als strahlend. Tatsächlich würde sie die Geschichte der Künstlerstadt Arcadia Bay auf ewig verdunkeln. Oh. Wer nicht weiß, um was es geht, spielt den ersten Teil. So, Lebensläufe. Ist schon ein bisschen peinlich, dass Jay bis jetzt unser bester Bewerber ist. Moment. Kann ja den Profiten nachdenken. So, Jay Lovell, 42 West Herald Street, Haven Springs, Colorado, 81623. Biografie. Ich bin die Art Typ, bei dem Leute sich gut wohlfühlen, wenn sie mit mir reden. Ich höre eine Menge Musik und das auch im Radio. Wenn ihr mich als DJ einstellt, werdet ihr es nicht bereuen. Arbeitserfahrung, Campberater 2 oder 3 Jahre. Canary Café, Lieferjunge, Hunde. Hab eine Weile darüber nachgedacht, Rideshare-Fahrer zu werden. Ich schreibe auch Songs, Kompetenzen, Musik hören, über Musik reden. Nein, das wollte ich noch gar nicht. Ich wollte da drauf. Über Musik reden, Erste Hilfe, was auch immer ihr braucht, Beweise.
Nancy Lovell, Tante mit entsprechender Telefonnummer. Chats mit Freund, ebenfalls mit entsprechender Telefonnummer. Eugen Witz, Supervisor, nicht kontaktieren. Okay. So. Ja. Aber jetzt stehen noch Lebensläufe da, da müssen noch mehrere Rumpf existieren. Ich diskutiere das hier nicht. Das lasse ich mir so krass einrahmen. Mhm. Danke, dass du mein Modell warst. Du warst zu beschäftigt mit der mit dem Jukebox-Stil, um es zu bemerken. Hab dich lieb, Schar. Cooles Bild. So, Moment, da ist noch irgendwas. Achso, mit den Aufgaben musste ich mich dann auch noch gleich beschäftigen. Moment mal. Was? Computer rechnen? Oh. Ich habe wegen diesem verdammten Relikt 20 Jahre Beweglichkeit im Kreuz eingebüßt. Oha, oha, oha. Ja, das Teil sieht ein bisschen mitgenommen aus. Sonst ist hier noch eine Hängepflanze, die man sich angucken kann. Ryan sagt, jedes Geschäft ist gesetzlich dazu verpflichtet, Pflanzen zu haben. Und ich weiß immer noch nicht, ob er lügt. Nein. Pflanzen sind cool. Einen Moment. Die Warteliste. Die war eine Woche nach dem Ausdrucken voll. So muss also das. Eigentlich was Gutes. Ja, wollte ich gerade sagen. So muss das sein. So, Name, Produkt abgeholt. Charlotte. Ist das? I View. Ja, Sam. Instinct Party. Ja, Give Me Cash. Ja, Gabe. Wasted. Ja, Jamie. Bottle Popper. Ja, Margot. Exalted. Ja, Riley. Isn't a Strange Day Today. Ja, Quinn. Down in the Dumps. Jedenfalls. Ja, Jet, I've got a secret, ja. Hector, sein Nightmare Soundtrack, ja. Gabe, got two memories, ja. Eleanor, Field Walking, ja. Janelle, Android, Capilla, keine Ahnung, ja. Zita, Blossom of a Rose, das ist es dann, ja. Ja, dann würde ich sagen, also läuft, ne? Alle Sachen, also jede die Liste voll und alles, was da bestellt wurde, ist auch abgeholt worden, also ne, Geschäft läuft. Ich bin so froh, dass ich diese Monstrosität behalten habe. So, eine Spielanleitung. Nein, Ryan, das bedeutet verbleibende Spieler, die ebenfalls ein Drachenei ausgebrütet haben. Alter. Ja, was? Das Geheimnis der Drachenhöhle. Falls zwei oder mehr Spieler zur selben Zeit ein Drachenei ausbrüten, warum sollte man so etwas tun, darf der Spieler mit den meisten Drachenei-Karten den Drachenältesten zuerst beschwören. Falls dieser Spieler die Mana-Kosten nicht zahlen kann, sucht der Drachenälteste die verbleibenden Spieler in absteigender Anzahl vom Drachenei-Karten auf der Hand. Die Regeln sind recht eindeutig, ich verlange ein Spiel. Nun gut. Ach, Eier ja, ausbrüten, WTF. Ich kann nicht glauben, dass sie die ins Lager gestellt haben, wo sie doch so gut hier reinpasst. Jo, du hast allerdings recht. Macht was her, Ruhmeswand. Krass, wie es wohl war, während der Beatlemania in diesem Laden zu arbeiten. Boah, da gibt es so einiges. Große Umbenennung und neue Öffnung 1968. Sobies Musik ist jetzt Rocky Mountain Records. Record Raiders. Jazz, Rock'n'Roll, Rhythm and Blues, Folk, Country und Western. Kommt zu unserer großen Neueröffnung 1. Juli 1968 von 10 bis 20 Uhr. Kommt mir bekannt vor. Hier nur auf zu. So, alles klar. Wie lange es wohl gedauert hat, den Gruppen. Mann, die 90er müssen eine wilde Zeit für trendige Gothic-Trottel gewesen sein. Das kennen wir doch alle schon, ne? Mir so bekannt vor. Oder? Also, ist das Bild von vorhin. Das weiß ich allerdings jetzt nicht. Protest gegen Dr. Blasphemies Albenveröffentlichung 1994. Achtung. Mums Against Satanic Songs werden vom Form Rocky Mountain Record Traders demonstrieren.
am 17. September 1994. Der Record Traders hat beschlossen, das neue Album des Rock'n'Roll-Künstlers Dr. Blasphemy zu verkaufen. Die Musik von Dr. Blasphemy ist eine obszöne Verhöhnung des guten Geschmacks, amerikanische Werte und traditionelle Lebensstile. Es ist unbedingt erforderlich, dass wir unsere beeinflussbaren Kinder von diesem Dreck fernhalten. Das sind keine schlechten Presse. Ich jetzt nicht so ganz. Hat beschlossen, das neue Album des Künstlers zu verkaufen. Sie wollen es verkaufen, setzen dann Musik aber in Anführungsstrichen von ihm und machen ihn nieder. Egal. Ich kann mir nicht vorstellen, 40 Jahre lang denselben Job zu haben. Okay. Kasias Ruhestandsfeier 2004. Sie sind herzlich eingeladen zur Ruhestandsfeier von Kasia Sobieski im Rocky Mountain Records Trader am 13. August 2024 Uhr. Ja, ich meine, wir hätten das schon mal gelesen. Ich kann mich nur an diese eine Geschichte hier mit diesem Künstler da nicht erinnern. Egal. Arme CDs. Ihnen fehlt der Charme der Schallplatten und der Komfort des Streamings. Aber hey, wenigstens seid ihr brandneu. Jo, immerhin. So, wesentlich weniger Kisten. Ja, den Rest überlasse ich dem neuen Angestellten, falls ich einen bekommen sollte. Ich glaube nicht. Das machst du alles schön alleine. Es ist eine Weile her, seit ich an meinem Song Dingens gearbeitet habe. Ja, nur aber mal ran. Ich bastel schon seit einem halben Jahr daran rum. Aber ich habe immer noch keinen Plan, was daraus werden soll. Aber ich finde es ganz nice. Bis jetzt. Gut an. In der Tat. Ein Break wäre doch mega nice. Oh, und richtig frische Vocals. Ein triumphales Solo, ein düsteres Solo. Ich glaube, ein triumphales Solo passt, ist besser zu dem, was ich da im Augenblick höre. Vielleicht kann ich ja wirklich im Break einen heroischen Vibe einbauen. Okay, Haftnotiz. Das wird eine Menge Arbeit. Aber ich habe gerade einen Lauf. Ja. Aber nicht erst wieder ein halbes Jahr warten oder so. So, hier sind wir soweit auch durch. Dann mal ganz schnell hier zum Laptop. Den nehme ich noch mit. Mal sehen, was noch zu erledigen ist. Oh, gut. Alles davon. Aufgaben für mich, weil hier sonst keiner arbeitet. Comics bei der Musikstation wegräumen. Müll aus dem Hinterzimmer rausbringen. Neue Alben in Neuveröffentlichungen einräumen. Per E-Mail erbetene CD für Andy finden. Okay, sonst ist... Ja, das reicht okay. Eigentlich auch. Nur noch ein paar Aufgaben übrig. E-Mail schicken. Telefon geht auch schon wieder. Wahrscheinlich habe ich 10.000 Sachen schon wieder übersehen. Aber, die Zeit drückt so ein bisschen. Und insofern würde ich erst mal vorschlagen, wir verschwinden mal ganz kurz hier in unsere Kabine. Sechs Speicherung. Und dann werden wir uns diese Aufgaben in der nächsten Folge vornehmen. Ja. Bis dahin wünsche ich euch, wie immer, alles Gute und genießt die Zeit.